Ja, hallo, heute ist Donnerstag, der 4.6.2015 und ich hatte gestern einen sehr interessanten Tag. Ich habe nämlich ein Gruppentreffen oder eine Art Stammtisch hinter mich gebracht. Und wie die Therapeutinnen, bei denen ich mich vorgestellt habe, mir empfohlen haben, muss ich mal ein bisschen unter Leute kommen und Gleichgesinnte treffen. Und zwar habe ich mir gleich ein Treffen rausgepickt mit Non-Binary-Leuten, also Leute, die sich nicht als Frau, aber auch nicht als Mann sehen. Die also im Prinzip genau das sind, als was ich mich momentan vermute. Und da war ich natürlich neugierig und wollte die unbedingt mal kennenlernen. Ich bin auch überhaupt nicht mit irgendwelchen Erwartungen dahin gegangen. Ich war einfach nur interessiert, wie die so ticken. Was haben die so für alltägliche Probleme? Wie ist das überhaupt, non-binary zu sein? Und ja, so gedanklich habe ich mir so ein bisschen ausgemalt, dass die vielleicht auch ein bisschen androgyn aussehen. Also, dass die nicht nur non-binary sind, sondern auch. Ja, man es ihnen nicht so richtig ansieht, welchem biologischen Geschlecht sie eigentlich angehören. Das war so ein bisschen mein fixer Gedanke. Und wieder mal, wie so oft, wenn ich mir irgendwas so ausmale, konnte ich mir das sofort wieder den Zahn ziehen lassen. Es war nämlich so, dass die meisten Teilnehmer von diesem Treffen, ja, denen sah man ihre biologische Herkunft doch relativ deutlich an. Und jetzt war das auch überhaupt gar nicht unangenehm. Sie schienen mit dem Körper, der ihnen gegeben war, so zufrieden zu sein und sie schienen nicht weiter etwas daran ändern zu wollen. Zumindest nicht über das Maß hinaus, was sie vielleicht schon gemacht haben. Es waren ein, zwei Leute waren dabei, die schon eine Therapie gemacht, eine Hormontherapie gemacht haben. Aber das war absolut nicht der Regelfall. Also im Grunde bestätigt sich hier wieder mal diese alte, ausgelatschte Queer-Weisheit. Ja, das sind alles ganz normale Leute. Ja, das sind auch in dem Falle ganz normale Leute. Und damit habe ich im Prinzip schon wieder meine erste Lehre eiskalt und hart vor die Nase geführt bekommen. Und zwar, Gender ist halt einfach eine mentale Sache. Du siehst es den Leuten nicht an. Das, was du den Leuten ansiehst, ist ihr Geschlecht. Und das hat mit dem Gender, mit dem, was da oben sich abspielt, ja überhaupt gar nichts zu tun oder muss nichts zu tun haben. Interessant wurde es dann nochmal, als es an die Vorstellungsrunde ging. Denn im Gegensatz zu Binary-Leuten ist es bei den Non-Binaries im schlimmsten Falle so, dass du dir pro Person nicht nur den Namen merken musst, sondern auch noch ein bevorzugtes Pronomen. Das war in der Gruppe, in der ich gestern war, zum Glück nicht bei allen Teilnehmern der Fall, sonst hätte ich ganz schön Schwierigkeiten bekommen. Ich habe so schon Probleme, mir Namen zu merken und dann auch noch das passende Pronomen und jeder davon was anderes. Und es sind natürlich, es sind jetzt nicht Pronomen wie, ja, ich möchte gerne mit Ehren gesprochen werden und ich möchte gerne mit Sie, sondern eben was ausgedacht ist im schlimmsten Fall, wie X oder so eine Verkuppelung von zwei Pronomen, die es schon gibt. Also, da kann man richtig Fantasie hineinlegen und das musst du dir halt pro Mensch dann auch richtig merken. Gut, dann war die Vorstellungsrunde vorbei und dann saßen wir ein bisschen rum und haben festgestellt, oder ich habe festgestellt, dass das im Grunde, die haben sich jetzt nicht unbedingt zu viel zu sagen. Also die haben jetzt nicht irgendwelche schlimmen Erlebnisse, von denen sie berichten müssen oder irgendein Stigma, was alle mit sich tragen, was sozusagen die Non-Binaries verbindet, sondern man sitzt so zusammen und wenn man nicht zufällig gerade die gleichen Interessen hat, schweigst du dich da mit den Leuten an. Gut, die Gunst der Stunde konnte ich natürlich nutzen, um jede Menge Fragen zu stellen. Ich war natürlich neugierig. Aber ich wollte vor allem eben auch wissen, wie das so ist im Alltag. Also gerade die Sache mit den Pronomen, da war ich jetzt neugierig. Wie soll das denn überhaupt praktikabel funktionieren? Ja, da merkte ich auch schon, dass so ein Non-Binary irgendwie so zwei Gesichter hat. Einmal ein binäres für die Außenwelt und einmal das echte, das Non-Binary für die Freunde. Mit den Pronomen wird dann so verfahren, dass die Freunde und die engsten Verwandten davon wissen und auch dazu, naja, aufgefordert werden, das richtige Pronomen zu benutzen. Wenn sie das nicht schaffen, dann werden sie mehrmals hingewiesen darauf und freundlich korrigiert. Man ist ja kein Unmensch. Aber Leute, die sich schlicht weigern, das zu versuchen oder sich dieses Pronomen anzueignen, mit denen, ja, wollen die Non-Binaries irgendwann auch nichts mehr zu tun haben, weil die sagen sich dann, ja, wer noch nicht mal dazu in der Lage ist, meine Identität zu akzeptieren, wie soll ich mit dem befreundet sein?
Das hat also auch ein bisschen was damit aussortieren des eigenen Freundeskreises oder des eigenen sozialen Umfelds zu tun. Nichtsdestotrotz, wenn du Freunde hast, die dich mit dem richtigen Pronomen ansprechen, dann bleibt das natürlich trotzdem ein Freundschaftsdienst. Die wissen, was mit dir los ist und wie du gerne angesprochen werden möchtest. Aber dir steht es ja nicht auf der Stirn geschrieben und sie tun das einfach nur dir zuliebe, weil sie dich halt nicht verletzen wollen, weil sie halt deine Freunde sind. Aber im Grunde ist dieses ganze Konzept mit den persönlichen Pronomen ja für das soziale Umgehen mit anderen fremden Menschen nicht wirklich praktikabel. Dann nach dem Treffen hatte ich noch ein Gespräch mit einer Person, die an dem Treffen teilgenommen hat. Jetzt muss ich mich konzentrieren, dass ich nicht das falsche Pronomen benutze oder überhaupt eins benutze. Und zwar bei dem Gespräch ist mir aufgefallen, es ging um lapidare Sachen, wie ich zu dem Treffen gekommen bin und wer meine Therapeuten sind und irgendwie sowas. Aber die Person hat beim Sprechen, da hat man gemerkt, dass sie eine unglaublich durchgegenderte Sprache besaß. Also diese Person hat das Gender Gap mitgesprochen. Das hieß also nicht Ärzte oder Ärztinnen, sondern ÄrztInnen. War also eine kleine Lücke zwischen dem Ärzt und dem Innen. Und hat auch immer Mensch gesagt statt Mann. Da habe ich erstmal gemerkt, was ich für eine political unkorrekte Sprache ich habe. Ich sage immer Mann. Man tut dies, man könnte jenes. Eigentlich ist es unkorrekt. Zumindest wird das von vielen als unkorrekt empfunden. Von mir jetzt nicht so, aber da habe ich erstmal ein totales schlechtes Gewissen bekommen, als ich mich mit dieser Person unterhalten habe. Also ich gestehe, ich bin am Ende aus dem Treffen rausgegangen mit dem Gefühl, vielleicht bin ich doch binär. Vielleicht bin ich doch einfach nur Mann oder eine Frau. Dieses komische, nicht-binäre Sonderding mit Pronomen und allem, das ist mir irgendwie alles zu viel, das ist mir zu kompliziert. Na gut, die Frage, ja, was bist du dann, konnte ich natürlich immer noch nicht beantworten. Aber Fakt ist einfach, wenn du dich dafür entscheidest, so ein Pronomen zu benutzen, dann muss dir das schon wirklich verdammt wichtig sein, wenn du dir dafür bereit bist, deinen Freundeskreis auszusortieren und dir die Leute, die dich umgeben, danach auszuwählen, wer dazu in der Lage ist, dein Pronomen zu benutzen. Und da habe ich dann gemerkt, das ist genau die Frage, die mich stört oder die ich nicht beantworten kann, weil mir ist das einfach überhaupt nicht so wichtig. Mein Gender, was ich habe, das kann ich nicht klassifizieren. Es ist wahrscheinlich nicht weiblich, es ist nicht männlich. Aber das ist auch vollkommen egal. Die Leute, wenn die mich sehen und ansprechen, dann sehen die doch eben nicht mein Gender. Das war ja genau dieser fatale Eingangsfehler, den ich beim Eintreten in dieses Gruppentreffen hatte. Ich hatte erwartet, dass die Leute irgendwie auch nicht binär aussehen. Taten sie aber nicht. Weil Geschlecht und Gender eben nichts miteinander zu tun haben müssen. Wenn mich also irgendjemand als sie oder als Frau anspricht, dann spricht diese Person mich einfach nur deswegen so an, weil ich danach aussehe, wie ein XX halt. Und alle XYs werden halt als Mann bezeichnet. Warum man das unbedingt so machen muss, fragst mich nicht. Es ist irgendwas, was zur Identifikation dient. In deinem Personalausweis steht halt dein Name drin, wie groß du bist und wann du geboren bist und welche Augenfarbe du hast und eben auch dein Geschlecht. So, das sind irgendwelche Kriterien, anhand denen du optisch hoffentlich irgendwie als die Person identifiziert werden kannst, die ja dieser Personalausweis gehört. Gender, das ist eben etwas, was in deinem Kopf sich abspielt und deswegen taugt es als Identifikationsmerkmal überhaupt gar nicht. Ein Gender in den Personalausweis reinzutragen ist also so, wie wenn du reinschreibst, ja, Hobbys, Musik, Bücher und Fahrradfahren. Ja gut, ist nett, aber was soll ich jetzt damit anfangen? Eine Person kann ich daran nicht erkennen. Deswegen habe ich am Ende das Ganze versucht, ein bisschen pragmatischer zu betrachten. Ja, wenn dein Geschlecht doch eh nur zur Identifikation dient, also eine rein formale Sache ist, so eben wie deine Personalausweisnummer oder, keine Ahnung, dein Wohnort, dann hat es mit mir als Person ja überhaupt gar nichts zu tun. Da muss ich mich auch nicht beleidigt fühlen, wenn jemand sie zu mir sagt, obwohl ich mich gerade eher wie ein er fühle oder wie nichts von beiden. Deswegen bin ich jetzt momentan so ein bisschen auf dem Trip. Ich bin egal Gender. Vielleicht ist das so ein bisschen mein Fazit aus diesem Stammtischtreffen.
Mir persönlich ist es nicht so wichtig, dass Außenstehende mein Gender korrekt adressieren, weil es am Ende ja eh nur eine Sache ist, die in meinem Kopf sich abspielt. Und grundgütiger, muss ich unbedingt wissen, was sich in den Köpfen meiner anderen Mitmenschen so abspielt? In den meisten Fällen nicht unbedingt. Deswegen können sie mich halt so ansprechen, wie es optisch passt. Solange bis irgendwann die deutsche Sprache dazu in der Lage ist, ein neutrales Pronomen herauszubringen, mit dem einfach schlicht und ergreifend alle Menschen adressiert werden. Nicht nur Frauen und nicht nur Männer, sondern wirklich einfach nur alle. Alles, was atmet, was fühlt, was denkt, was menschlich ist. Wenn dazu die deutsche Sprache irgendwann in der Lage ist, dann würde ich das begrüßen und würde dann auch dieses Pronomen bevorzugen. Aber extra für mich ein Wort erfinden, oh nee, das ist mir die Mühe nicht wert. Das ist im Grunde dann so eine Worthülse. Ist mir das dann lieber als er oder sie? Mir persönlich? Nein. Also ich glaube, wenn ich schon in dieses Binärkonzept reinpasse, dann werde ich auf jeden Fall, würde ich jemand sein, der auf ein Pronomen nicht besteht. Aber ich finde es interessant, dass es Leute gibt, die darauf bestehen und wie sie es schaffen, irgendwie durch den Alltag zu kommen, ohne allzu gefrustet zu sein. Und mal sehen, ob ich noch andere Leute kennenlerne. Und ein klassisches Transmann-Treffen habe ich auch noch vor, irgendwann zu besuchen. Mal sehen, was es da so Neues gibt. Bis dahin verbleibe ich euch erstmal herzlichst. Euer Kater Schnurz.